Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung der Doppelbrechung. Das heißt also, der Optik anisotroper Medien. Ein sehr umfangreiches Gebiet, für das wir uns gerade eine Stunde geben können. Also kann ich Ihnen nur ganz wenige einfache Grundlagen bieten. Wir hatten vorige Woche schon ein bisschen damit begonnen. Und der wesentliche Punkt, um den es geht, ist, dass im Gegensatz zu isotropen Medien die Polarisationsrichtung der polarisierbaren Moleküle in einem Dielektrikum nicht unbedingt die gleiche sein muss wie die Richtung des angelegten elektrischen Feldes. Aufgrund von Unterschieden in den verschiedenen Raumrichtungen lassen sich diese Dipole unterschiedlich gut polarisieren und dadurch ergibt sich da ein Unterschied, was wir bisher nie betrachtet hatten. Wir sind immer davon ausgegangen, die Dipole polarisieren sich genau in der Richtung, in der auch das äußere Feld angelegt wird, wie einem das ja auch zunächst einmal logisch erscheint, das gilt aber nur für isotrope Medien. Und wenn also die Medien isotrop sind, dann gilt also insbesondere der Zusammenhang zwischen dem Vektor der dielektrischen Verschiebung und dem E-Vektor, dem Feldstärke-Vektor. Wir haben d-Pfeil ist Epsilon 0 mal Epsilon R mal e-Pfeil. Das ist für den Fall isotrop. Diese Gleichung, wo wir manchmal dieses Epsilon 0 mal Epsilon R zu einem Epsilon zusammengefasst hatten, das ist die Materialgleichung für das elektrische Feld und die schaut also für den isotropen Fall so aus. Hingegen im allgemeinen Fall gilt das so nicht. Also für den Fall der Anisotropie wird das dann etwas unterschiedlich. Da können wir mit der normalen, einfachen Vektorschreibweise nicht mehr das Auslangen finden, sondern wir brauchen die Tensorschreibweise. Das ist ganz ähnlich, wie wir das kennengelernt hatten im Fall der Mechanik des starren Körpers. Dort waren auch zwei Vektoren, die nicht parallel zueinander waren im Allgemeinen, nämlich der Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit und um die dann entsprechend miteinander in einer wohl definierten Weise in Relation zu setzen, brauchten wir den Trägheitstensor. Und hier ist es so, dass man den Tensor der Dielektrizitätskonstanten verwendet dazu und man schreibt also dann für den anisotropen Fall dI ist gleich Epsilon 0, das bleibt natürlich die elektrische Feldkonstante, mal Epsilon IJ EJ. Wobei die DI und die EJ jeweils die drei Komponenten des elektrischen Verschiebungsvektors und des elektrischen Feldstärkevektors sind und dieses Epsilon IJ schreibt hier eine Matrix aus. Wenn man das also in Matrizenschreibweise schreibt, das habe ich, glaube ich, am vergangenen Donnerstag Ihnen noch aufgeschrieben, das brauche ich hier nicht zu wiederholen, dann ergibt sich also, dass eben diese Spalte der D-Komponenten der Faktor mal der Matrix dieser Epsilon IJ, also des Tensors der Dielektrizitätskonstanten der relativen mal der Spalte der EJ ist, wobei man dann im Allgemeinen diese beiden Vektoren als nicht parallel erkennt. Das ist für den Fall anisotrop. Und generell werden diese Epsilon IJ 3 mal 3, also 9 Komponenten sein. Wobei sich herausstellt, dass Epsilon IJ ein symmetrischer Tensor ist. Daher hat er nur 6 unabhängige Komponenten. Die 3 in der Hauptdiagonale und dann noch 3 und die anderen 3 sind dann gleich, weil sie ja, wenn er symmetrisch ist, ist Epsilon 1, 2 gleich Epsilon 2, 1 und so weiter. Daher bleiben nicht alle unabhängig voneinander, sondern nur 6.
Und auch wieder so ähnlich, wie wir das, es ist ja wirklich immer recht ähnlich, Sie werden schon sehen, wenn Sie einmal an die Sachen, dann kennt man es. Wie wir es beim starren Körper gemacht haben, erweist es sich als sinnvoll, auf das sogenannte Hauptachsensystem zu transformieren. Wenn es sich um einen symmetrischen Tensor mit lauter reellen Komponenten handelt, und das ist ja hier der Fall, dann zeigt sich, das kann man in der Algebra nachweisen, dass sich ein Koordinatensystem finden lässt, wo dann dieser Tensor Epsilon IJ, also diese Matrix aller dieser die Elektrizitätskonstanten, Diagonalgestalt aufweist. Also nur in der Hauptdiagonale steht was. Es bleibt nur das Epsilon 1, 1, das Epsilon 2, 2 und das Epsilon 3, 3 über. Also man führt sinnvollerweise eine Hauptachsentransformation durch. Das werden wir hier genauso wenig konkret durchführen, wie im Fall des starren Körpers wir das auch nicht gemacht haben. Aber Gott sei Dank lernen Sie ja auch Mathematik und kriegen auch einen ordentlichen Schub Algebra. Und dort wird das genau durchgeführt und man weiß, wie das geht. Außerdem, es gibt ja schon nichts mehr, was man nicht auch mit Hilfe schon vorhandener Software durchführen kann. Und das liefert einem alles, was man braucht. Aber das will ich jetzt nicht zu ernst genommen wissen. Sie sollen schon auch wissen, wie man das macht. Sonst liefern sie sich ja der Software aus. Und dann sind sie ja nur mehr ein Chopper, der sozusagen einmal da auf zwei Knöpfe drückt und zu Gott betet, dass das Ding hoffentlich das Richtige macht. Es ist schon wichtig, dass man auch weiß, was die Dinge bedeuten. Und dann natürlich kann man sich helfen und kann sich viel Rechnerei ersparen, wenn einem das das abnimmt. Aber wenn man nicht einmal weiß, was sie abspült und nur dann irgendwie halt das Ergebnis zur Kenntnis nimmt und sie denkt, naja, wird schon stimmen. Das ist also dann nicht so günstig. Also Hauptachsentransformation. Und diese Hauptachsentransformation, die liefert diesen Tensor Epsilon IJ in der Form Epsilon 1, 0, 0, 0, Epsilon 2, 0 und 0, 0, Epsilon 3. Na, das ist natürlich schön. Da gibt es überhaupt nur mal drei Größen, auf die es da ankommt, die entsprechenden Hauptwerte oder die Hauptwerte Epsilon 1, 2, 3, die Epsilon 1, Epsilon 2 und Epsilon 3 sind die Hauptwerte. Naja, diese Epsilon sind aber nicht eigentlich das, was für uns das Allerwichtigste ist in der Optik, sondern es geht ja um die Brechungsindizes. Mit denen haben wir ja jetzt eigentlich ganze Zeit bei der Brechung des Lichtes zu tun gehabt. Und Sie wissen auch, wie sie definiert sind. Das ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit dividiert durch die Phasengeschwindigkeit des Lichtes in dem Medium, in dem es sich eben gerade ausbreitet. Dann ist das der Brechungsindex dieses Mediums. Und wir hatten also schon uns vor einiger Zeit überlegt, aufgrund der Interpretation des Lichtes als elektromagnetische Welle, dass diese Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum einfach 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 μ 0 ist und im Medium kommt dann noch dieses Wurzel aus Epsilon r μ r dazu, weil dann wird aus dem Epsilon 0 das Epsilon und das Epsilon ist eben Epsilon 0 mal Epsilon r der μ dasselbe. Und dass aber das μ dann nicht wirklich so wichtig ist, weil wenn man also sich keine Ferromagnetika anschaut, dann ist das μ r sehr nahe bei 1, sodass man gar nicht drüber reden braucht im allgemeinen Fall. Während wenn man also Ferromagnetika hat, ist zwar ein Mordstrom-Effekt, aber durch Ferromagnetika sieht man wieder nicht durch. Und auch elektromagnetische Wellen ganz allgemein breiten sich in Ferromagnetika schlecht aus. Also werden wir die ja gar nicht betrachten in unserer Optik da hier und daher können wir uns dann darauf beschränken, dass wir eben, wie schon etwas früher besprochen,
den Brechungsindex einfach schreiben, als ziemlich genau gegeben in der Form Wurzel aus Epsilon R, Wurzel aus der relativen Dielektrizitätskonstante. Und daraus ergeben sich jetzt die Hauptbrechungsindizes. So wie also da die Hauptwerte der relativen Dielektrizitätskonstante steht, Epsilon 1, Epsilon 2 und Epsilon 3, kriegen wir also die Hauptwerte der Brechungsindizes in der Form, dass wir also eben schreiben, das sind dann die Hauptbrechungsindizes. Die sind dann Wurzel aus Epsilon 1, Wurzel aus Epsilon 2 und Wurzel aus Epsilon 3. Diese Hauptbrechungsindizes haben natürlich auch eine sehr wichtige Eigenschaft. Mit Hilfe der Hauptbrechungsindizes oder überhaupt mit Hilfe eines Brechungsindex kann man die Ausbreitungsgeschwindigkeit eben des Lichtes ermitteln. Weil wir haben ja vorhin gerade gesagt, der Brechungsindex ist das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit durch die Phasengeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium. Und daher kann man natürlich die Phasengeschwindigkeit in dem betreffenden Medium ausrechnen. Bestimmung der Phasengeschwindigkeit des Lichts im betrachteten Medium. Und das ist ja eben ganz allgemein so, aufgrund der Definition des Brechungsindex, dass diese Geschwindigkeit V-Phase dann nichts anderes ist als C0, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, durch den entsprechenden Brechungsindex. Und so hat man dann in den verschiedenen Raumrichtungen den Hauptachsen, die sich bei dieser Hauptachsentransformation ergeben, unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten, wenn der jeweilige elektrische Feldvektor in diese Richtung zeigt. Und das ermöglicht es einem jetzt, und jetzt müssen Sie ein bisschen mitdenken, diese Kristalloptik ist also schon irgendwie ein bisschen ein Hund. Und man muss also aufpassen, dass man da also gut jetzt überlegt, wie diese Geometrie zu interpretieren ist. Wir bilden nämlich, um uns das etwas anschaulicher klar machen zu können, das sogenannte Indexellipsoid. Und dieses Indexellipsoid, das ist jetzt so definiert, dass wir also sagen, wir betrachten also ein dreiachsiges Ellipsoid, das ist also kein Drehkörper, so in allen drei Richtungen hat es eine andere Achsenlänge, die Querschnitte sind lauter Ellipsen, ein dreiachsiges Ellipsoid, dessen Achsenlängen dreiachsiges Ellipsoid, dessen Achsenlängen gegeben sind durch N1, N2 und N3, diese drei Hauptbrechungsindizes. Und diese drei Achsen liegen auch längs der Hauptachsen, die man erhält,
wenn man diese Hauptachsentransformation durchführt, sodass der allgemeine Tensor, die Elektrizitätskonstanten, eine Diagonalgestalt erhält. Ich weiß schon, ich sage jetzt relativ viel auf einmal, aber irgendwie glaube ich schon, dass man der Sache folgen kann. Weil gar so neu, wir haben ja die Hauptträgheitsmomente gehabt, das ist zwar ganz was anderes, aber formal ist es sehr ähnlich. Also ich glaube, mit gutem Willen und einiger Fantasie kann man dieser Sache schon noch folgen. Und jetzt wollen wir außerdem noch was Zusätzliches uns definieren. Wir definieren eine optische Achse. Also diese Bohrerei, da ist schon recht ungünstig, dass die das ausgerechnet zwischen 11 und 12 machen. Aber ich hoffe, dass es ihnen nicht zu sehr auf die Nerven geht. Ich würde jetzt eine halbe Stunde meiner Zeit brauchen, um dem nachzugehen und die jetzt zum Schweigen zu bringen, aber es schaut um die Zeit. Also hoffentlich können wir es also so irgendwie aushalten. Also, wir definieren uns eine optische Achse. Das sind jetzt nicht die Hauptachsen notwendigerweise, kann aber auch eine Hauptachse sein. Eine optische Achse definieren wir uns so, dass bei Ausbreitung des Lichtes längs dieser Achse also längs einer optischen Achse, bei Ausbreitung längs einer solchen optischen Achse, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit unabhängig von der Richtung des E-Vektors. Und jetzt überlegen Sie, wir haben schon gesagt, Licht haben wir schon gesehen, ist eine Transversalwelle. Die Auslenkung ist daher quer zur Ausbreitungsrichtung. Und die Auslenkungen sind für ein elektromagnetisches Wellenfeld die E- und die B-Vektoren, wobei ich Ihnen schon mitgeteilt habe, dass also aus Gründen, die wir im Einzelnen nicht durchgeführt haben, aber in unserem Buch zum Beispiel ist das ausgeführt und an vielen Stellen, der E-Vektor der wesentlichere Vektor ist. Wir bleiben daher jetzt für die weitere Beschreibung bei dem E-Vektor. Und während also die Ausbreitungsrichtung eben vorgegeben ist, ist dann der E-Vektor senkrecht darauf. Und die Polarisationsrichtung ist dann so dadurch gegeben, ob der jetzt so steht oder so, jedenfalls immer senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung. Wenn wir also jetzt sagen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit unabhängig von der Richtung des OE-Vektors, wenn sich das Licht so ausbreitet, dann kann der E-Vektor so irgendwie liegen und das macht keinen Unterschied. Das heißt also auch unabhängig von dem Polarisationszustand. Weil die Richtung des E-Vektors bestimmt den Polarisationszustand des Lichtes, das sich da so ausbreitet. Also unabhängig von der Richtung des E-Vektors und damit vom Polarisationszustand des Lichtes. Also das ist es, was man unter einer optischen Achse versteht. Eine solche Richtung innerhalb eines Kristalls, der von Licht durchstrahlt werden kann,
so dass bei Ausbreitung des Lichtes längs dieser optischen Achse die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht davon abhängt, in welche Richtung der E-Vektor konkret zeigt und damit nicht abhängig ist vom Polarisationszustand des Lichtes, das da durchtritt. Längs anderer als optischer Achsen ist das dann nicht der Fall. Dort wird sehr wohl die Ausbreitungsgeschwindigkeit vom Polarisationszustand abhängig sein. Das ist eine der wesentlichen Eigenschaften dieser doppelbrechenden Kristalle. Naja, und da ist es also jetzt sinnvoll, dass man sich überlegt, wie wird denn nun eine solche optische Achse liegen müssen, relativ zu dem Index-Ellipsoid. Na, wenn man so ein dreiachsiges Ellipsoid, das kann so zigarrenförmig oder scheibenförmig oder irgendwie zertäpscht in allen drei Raumrichtungen sein, wenn man so ein Index-Ellipsoid betrachtet und durch den Mittelpunkt durch in irgendeiner Richtung die Lichtausbreitung betrachtet, dann werden die E-Vektoren in einer Ebene senkrecht zu dieser Lichtausbreitung sein müssen. Wir haben ja gesagt, die E-Vektoren, so wie auch die B-Vektoren, stehen immer senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung. Und das heißt, die E-Vektoren, je nachdem wie die Polarisation ist, müssen jedenfalls in einer Ebene senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung stehen. Wenn man diese Ebene, jetzt denken Sie mir, die zeichnen das bewusst nicht auf, weil so ein dreiachsiges Ellipsoid und dann ein Schnitt mit einer Ebene, das bringe ich irgendwie nicht gut zusammen an der Tafel. Das ist auch nicht so übersichtlich. Das denkt man sich besser vor Augen. Denn Sie wissen doch, was ein dreiachsiges Ellipsoid ist. Nicht? Ein Ellipsoid, wo keine zwei Achsen gleich sind. Kein Drehkörper, so ein dreiachsiges Ellipsoid. Ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Nicht? Und wenn Sie jetzt da durch, irgendwie schräg durch dieses Ellipsoid eine gerade zeichnen, durch den Ursprung, durch die gibt Ihnen die Lichtausbreitungsrichtung an. Dann werden die E-Vektoren jedenfalls in einer Ebene senkrecht auf diese Lichtausbreitung sein müssen. Und wenn Sie sich jetzt so eine Ebene senkrecht auf die Lichtausbreitung, also senkrecht auf diese Gerade, längs derer das Licht da entlang ist, wenn Sie die hernehmen und dann mit diesem Index-Ellipsoid schneiden, dann kommt im Allgemeinen irgendeine Ellipse heraus. Sie können also ein dreiachsiges Ellipsoid schneiden, wie Sie mit was wollen, es kommt immer irgendeine Ellipse heraus. Und das bedeutet dann, dass dann im Allgemeinen, je nachdem wie der E-Vektor liegt, es eben unterschiedliche Distanzen zu diesem dreiachsigen Ellipsoid gibt und damit unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeiten unmittelbar mit dem Brechungsindex zusammenhängt. Wenn man aber eine und da zeigt sich jetzt, es gibt zwei Richtungen im Allgemeinen, und das beweise ich Ihnen jetzt auch nicht, zwei Richtungen in einem solchen dreiachsigen Ellipsoid, wo die quer dazugelegte Ebene gerade einen Kreis herausschneidet aus einem solchen Ellipsoid. Wenn man es geschickt anordnet, dann wird aus diesem komisch verdäpschten Ellipsoid, kann man es gerade so schneiden, dass ein Kreis daraus wird. Und das kann man für zwei Richtungen erreichen. Diese Richtungen sind dann optische Achsen, weil dort können Sie also dann die Richtung eben schneiden und kriegen einen Kreis heraus. Und dann ist es egal, in welcher Richtung die Polarisationsebene des E-Vektors die Richtung ist. Dann kommt immer die gleiche Distanz zu diesem Index-Ellipsoid heraus und damit das gleiche N und die gleiche Phasengeschwindigkeit. Zweiachsige optische Kristalle werden wir uns nicht betrachten. Deswegen rede ich auch jetzt nur so darüber, ohne das konkreter zu machen. Die Optik zweiachsiger Kristalle ist eine Kunst für sich. Und das werden wir hier nicht weiter behandeln. Aber
da wäre jetzt der Ansatzpunkt gegeben. Sondern wir werden es so machen, wir betrachten die Situation, wo zwei der drei Achsen und damit zwei der beiden drei Brechungsindizes gleich groß sind. Wir haben sowas ganz ähnlich bei der Mechanik des starren Körpers auch gemacht. Das entspricht dort dem symmetrischen Kreisel, dass man also zwei Haupttreigheitsmomente gleich hat und nur der dritte ist unterschiedlich. Und so betrachtet man jetzt auch quasi einen symmetrischen Kreisel. Aber natürlich, das ist ja kein Kreisel, sondern es ist nur die formale Darstellung ist ähnlich. Also im Allgemeinen gibt es zwei Hauptachsen. In einem solchen optischen Kristall. Aber wir beschränken uns jetzt im Sinne der Anwendbarkeit, aber auch im Sinne der Übersichtlichkeit hier auf einachsige Kristalle. Und bei einachsigen Kristallen ist es so, dass wir davon ausgehen, N1 und N2 sind gleich. Also N1 ist gleich N2 und N3 ist dann unterschiedlich. Na, wenn bei so einem dreiachsigen Ellipsoid zwei solche Achsen gleich groß sind, beim dreiachsigen Ellipsoid sind die Achsenlängen gegeben durch N1, N2 und N3, wenn jetzt N1 gleich N2 ist, dann ist es ein Drehellipsoid. Das kann man sich schon gut vorstellen. Und die Achse, die dem N3 entspricht, ist dann die Drehachse sozusagen, N1, N2 und N3 ist dann diese Drehachse. Also wir haben in dem Fall hier eine solche Situation und die möchte ich Ihnen jetzt einmal gleich hier, jetzt wird es einmal ein bisschen konkreter, mit einer solchen Darstellung eines Index-Ellipsoids, aber eben eines jetzt nicht dreiachsigen, sondern Drehellipsoids zeigen. Da sehen Sie jetzt, die N3-Achse hat einen anderen Brechungsindex, eine andere Achsenlänge, aber N1 und N2, das von Z nach O, das wäre N2, von Z da hinüber ist N1 und Z hinauf ist N3. N1 und N2 sind gleich. Diese waagrechte Ellipse hier stellt einen Kreis dar, so wie einen Äquator bei der Erdkugel. Aber das N3 hat dann eine andere Länge. Und so haben Sie hier in dem Fall hier ein Drehellipsoid, wobei die N3-Achse die Symmetrieachse dieses Drehellipsoids ist. Kann man sich das vorstellen? Und das ist also dann eben ein solches Index-Ellipsoid, das aber jetzt nicht dreiachsig ist, sondern ein Drehellipsoid, wo in N1 und N2 gleich ist und N3 eben davon unterschiedlich. Diese Abstände vom Zentrum Z bis zu dem jeweiligen Ellipsoid, dann zur Ellipsoidfläche da, das sind diese Hauptbrechungsindizes. Also das ist unser Drehellipsoid. Und jetzt sehen Sie gleich, jetzt ist natürlich die N3-Achse die optische Achse. Denn wenn ein Lichtstrahl sich in Richtung dieser N3-Achse ausbreitet,
dann sind ja die E-Vektoren alle in dieser N1-N2-Ebene, die durch diesen Ort Äquatorkreis hier dargestellt sind. Und nachdem das ein Kreis ist, weil N1 und N2 ja gleich sind, ist es auch egal, in welcher Richtung dieser E-Vektor jetzt angeordnet ist, wenn er nur natürlich senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung des Lichtes steht. Und daher ist also der E-Vektor, wenn man ihn, wo man ihn auch immer einzeichnet, so, dass er immer den gleichen Abstand N1 dann hat, von Z bis zu diesem Kreis. Und aus diesem jeweiligen N kriegen Sie die Phasengeschwindigkeit. Das heißt, egal wie die Polarisationsebene liegt, wie der E-Vektor jetzt von Z aus in dieser waagrechten Ebene hier angelegt ist, es kommt immer die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit heraus. Und das ist genau das, was eine optische Achse ist. Bei Ausbreitung des Lichtes längs einer optischen Achse, das ist jetzt die N3-Achse, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit unabhängig von der Richtung des E-Vektors. Unabhängig, wie der in diesem waagrechten Äquatorkreis da angeordnet ist. Jedenfalls steht dieser E-Vektor aber natürlich senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung des Lichtes. Das hängt ja mit der Transversalität des Lichtes zusammen. Kann man damit einigermaßen was anfangen? Der Abstand vom Ursprung bis zu dem jeweiligen, bis zu der Ellipsoidfläche, das ist das N, und mit dem N kriegt man die Phasengeschwindigkeit der Lichtausbreitung. Es geht aber um die Richtung des E-Vektors, denn es geht ja bei dieser Darstellung darum, dass man mit Hilfe dieses Tensors den E-Vektor behandelt. Und nicht die Ausbreitungsrichtung, die ist dann senkrecht auf den E-Vektor, weil eben das Licht ein transversaler Wellenvorgang ist. Ja, wenn ich noch mehr rede, wird es verwirrend wahrscheinlich. Deswegen lasse ich es jetzt einmal dabei bewenden. Also dieses N1 und N2, das nennt man meistens auch den ordentlichen Brechungsindex. Ordentlich, ich mache ein O draus. Und N3, das ist der außerordentliche, Englisch extraordinary, daher in der Literatur meistens als NE bezeichnet. Was an dem so außergewöhnlich ist, das werden wir uns jetzt sofort jetzt näher anschauen. Denn jetzt ist es wichtig, und das ist jetzt der Punkt, wo ich Sie bitte, mit mir mitzudenken. Und diese Darstellung hier, wie ich sie Ihnen hier gezeigt habe, auch dafür heranzuziehen. Jetzt gehen wir davon aus, das Licht breitet sich nicht längs dieser optischen Achse aus. Denn dort ist ja alles einfach. Dort haben wir ja schon gesagt eben, nachdem der E-Vektor da hier senkrecht auf diese Achse da irgendwie in diesem Kreis da drinnen liegen muss, wird der Abstand von da heraus immer gleich sein. Es wird immer der ordentliche Brechungsindex sein, immer derselbe. Daher wird auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit entsprechend diesem ordentlichen Brechungsindex auch immer die gleiche sein. Und es wird sich daher das Licht, das sich längs der optischen Achse ausbreitet und dessen E-Vektor in dieser Ebene liegt, dieses Licht wird sich, egal in welcher Richtung der E-Vektor jetzt wirklich zeigt, immer mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten. Aber jetzt verwenden wir eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit, also eine andere Ausbreitungsrichtung, die da hier. Und ich bezeichne sie mit K. Und wir wollen die Ausbreitungsrichtung durch den Wellenzahlvektor darstellen. Ausbreitungsrichtung darstellen durch
Wellenzahl Vektor K-Pfeil. Keine Sorge, wir werden mit dem nicht wirklich rechnen. Ich möchte ihn hier nur verwenden als eine Art und Weise, wie man die Ausbreitungsrichtung einer Welle im Dreidimensionalen darstellen kann. Wir haben bisher aus Einfachheitsgründen bei der Wellenausbreitung im Wintersemester, mechanische Wellen, immer nur eine eindimensionale Situation betrachtet. Ausbreitung längs der X-Achse. Und da kam uns sehr wohl eine Wellenzahl vor, aber kein Wellenzahlvektor. Die Wellenzahl, das ist also eine Größe, die die Welle ähnlich beschreibt wie die Kreisfrequenz eine Schwingung beschreibt. Also ich möchte darauf gar nicht näher jetzt eingehen, Sie kennen die Wellenzahl bereits. Und hier ist es nur so, wenn wir nicht eine eindimensionale Welle haben, sondern wie wir sie jetzt schon ganze Zeit in der Optik betrachten, dreidimensionale Ausbreitungen, dann definiert man sich einen Wellenzahlvektor. Und dieser Wellenzahlvektor zeigt in Richtung der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Also wir stellen die Ausbreitungsrichtung dar, durch den Wellenzahlvektor K. Sonst wollen wir über den gar nichts weiter aussagen. Im Buch habe ich ein bisschen mehr darüber geschrieben. Letzten Endes geht es darum, dass man damit dann auch dreidimensionale Wellen in einer analogen Weise darstellen kann, wie wir das für eine eindimensionale Wellenausbreitung gemacht haben. Dieser Wellenzahlvektor K, der da also jetzt so schief zur optischen Achse aus diesem Drehellipsoid herausschaut, der beschreibt also die Ausbreitungsrichtung des Lichtes hier. Naja, das heißt aber jetzt, in einer Ebene senkrecht dazu, wenn man die schneidet mit dem Drehellipsoid, ja, dann hat man diese Ebene, liegt dann jedenfalls, je nach Polarisationszustand, der E-Vektor. Denn er muss ja auch jetzt wieder senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung stehen. Also so kann er liegen, so schräg da herüber oder so kann er liegen. Das alles sind mögliche Anordnungen des E-Vektors. Jedenfalls senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Also der E-Vektor kann dessen Spitze kann längs dieses, also kann so angeordnet sein, dass er in dieser Ebene drinnen liegen kann. Und was bedeutet das jetzt für die Ausbreitungsgeschwindigkeit? Und da kann man sagen, wenn er in irgendeiner bestimmten Richtung liegt, dann wird die Distanz vom Mittelpunkt bis dort, wo er dieses Indexellipsoid durchsetzt, diese Distanz ist dann der entsprechende Brechungsindex für diese Ausbreitungsrichtung und diese Polarisationsrichtung. Das ist die Ausbreitungsrichtung und der E-Vektor definiert die Polarisationsrichtung. Dort, wo der hinschaut, in der Richtung gibt es hier einen gewissen Abstand. Der entspricht dem individuellen Brechungsindex für diese Situation und damit erhält man die zugehörige Phasengeschwindigkeit. Hat man einen anderen Polarisationszustand, wird man im Allgemeinen eine andere Distanz von Z bis heraus haben und damit auch einen anderen Brechungsindex und eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Also wird im Allgemeinen die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Richtung hier abhängig sein vom Polarisationszustand. Also ist das natürlich dann keine optische Achse, weil da soll ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit unabhängig vom Polarisationszustand sein. Aber zwei spezielle Fälle
sind jetzt von Bedeutung. Und genau diese Fälle wollen wir uns etwas näher anschauen und wollen uns also klar machen, was diese speziellen Fälle bedeuten. Ich bereite mir gleich die Tafel vor, dass ich gleich was hinschreiben kann. Zuerst wollen wir es uns aber anhand dieses Index-Ellipsoids verständlich machen. Also wir betrachten jetzt also so einen einachsigen Kristall. Und zwei spezielle Situationen. Erstens, und das schauen wir uns wieder am besten an diesem Index-Ellipsoid an. Als erstes betrachten wir die Situation, wo die optische Achse senkrecht steht auf die Polarisationsrichtung. Also, das ist die optische Achse. Das ist die Ausbreitungsrichtung, ganz allgemein gelegt. Die Polarisationsrichtung wird durch den senkrecht auf K liegenden und daher in dieser Ebene befindlichen E-Vektor festgelegt. Und wir betrachten jetzt den Fall, wo bei dieser Lichtausbreitung in Richtung K der E-Vektor hier von Z nach O gerichtet ist oder in der Gegenrichtung, also so schwingt. Diese Polarisationsrichtung betrachten wir. Das ist also die Richtung, die senkrecht steht auf die optische Achse. Das ist die optische Achse, die Richtung ist senkrecht dazu, weil sie ja auch in dieser Ebene drinnen liegt. Also wenn die Polarisationsrichtung, gegeben durch die Richtung des E-Vektors, der senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist, wenn diese Polarisationsrichtung jetzt senkrecht auf die optische Achse gerichtet ist, da gibt es also nur diese und diese Richtung, wo das passieren kann. Wir betrachten also den Fall, wenn die optische Achse senkrecht auf die Polarisationsrichtung des Lichtstrahles, des auf den Kristall einfallenden Lichtstrahls gerichtet ist. Senkrecht auf Polarisationsrichtung des auf den Kristall einfallenden Lichtstrahls. Diesen Fall betrachten wir. Und was wird dann sein? Was bedeutet das? Wenn also die Polarisationsrichtung senkrecht steht auf die optische Achse oder die optische Achse senkrecht auf die Polarisationsrichtung, na dann können Sie die Richtung, gegeben durch diesen Winkel Theta, der Lichtausbreitung verändern, wie Sie wollen. Diese Richtung bleibt immer die gleiche, diese Ebene klappt sich so herum, aber diese Richtung bleibt die gleiche und diese Distanz bleibt auch die gleiche. Egal was Sie tun, solange dieser E-Vektor nur senkrecht auf die optische Achse steht und nachdem diese Distanz dann auch immer gleich bleibt, weil sich das ja auf einem Kreis hier befindet, das ist ja dieser Äquatorkreis dieses Drehellipsoids, wird daher mit konstantem Brechungsindex auch die Phasengeschwindigkeit gleich bleiben. Also in dem Fall gibt es einen richtungsunabhängigen Brechungsindex.
abhängigen Rechnungsindex und damit richtungsunabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit, weil die ja unmittelbar mit diesem Brechungsindex zusammenhängt. Also eigentlich das, was wir bisher normalerweise ja immer angenommen haben. Und dieser richtungsunabhängige Brechungsindex, der sich hier ergibt, das ist ja gerade das N1. Hier tritt ja N2 gleich N1 auf. Also das ist das, was wir als N-ordentlich bezeichnet haben. Also ist dieser Brechungsindex das NO. Der ordentliche Brechungsindex, da wo das ordentlich ist, so wie man das aus dem Fall der Isotropenmedien schon kennt. Aber da muss die optische Achse senkrecht auf die Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtes stehen. Den zweiten speziellen Fall spreche ich jetzt auch noch. Und dann können wir relativ einfache und übersichtliche Schlussfolgerungen für das Verhalten von solchen optisch einachsigen Kristallen ziehen. Und das können wir Ihnen dann auch im Experiment dann zeigen. Also die Geschichte wird jetzt sofort konkreter. Aber noch braucht man dieses Index-Ellipsoid, damit man das auch verstehen kann. Den zweiten Fall, den wir uns jetzt anschauen, ist der, wenn die optische Achse in der Polarisationsebene liegt. Optische Achse liegt in der Polarisationsebene wiederum des einfallenden Lichtstrahls. Was bedeutet denn das? Die Polarisationsrichtung, haben wir gesagt, das ist einfach die Richtung, in der der E-Vektor zeigt und in der er schwingt. Natürlich senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung, so schwingt dann der E-Vektor, das ist die Polarisationsrichtung. Die Polarisationsebene ist es die Ebene, die durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Richtung des E-Vektors bestimmt ist. Das ist die Polarisationsebene, in der dieser E-Vektor schwingt und in der sich das Licht ausbreitet. Polarisationsrichtung, Polarisationsebene. Ist Ihnen das verständlich? Die Polarisationsebene wird festgelegt durch die Polarisationsrichtung zusammen mit der Ausbreitungsrichtung des Lichtes. Die beiden Richtungen bestimmen die Polarisationsebene. Und wir wollen jetzt schauen, was passiert, wenn die optische Achse in der Polarisationsebene des einfallenden Lichtstrahles liegt. Und da haben Sie jetzt folgende Situation. Das ist dann der Fall, wenn der E-Vektor längs dieser Achse hier liegt. Weil dann haben Sie, dass die optische Achse in derselben Ebene liegt wie E-Pfeil und K-Pfeil. Und die beiden bestimmen die Polarisationsebene. Also wenn die optische Achse, diese N3-Achse, in der durch E-Pfeil und Ausbreitungsrichtung K-Pfeil gegebenen Polarisationsebene auch mit drinnen liegt, so wie es gezeichnet ist für den Fall, dass der E-Vektor so gelegt ist,
dann haben Sie diese Situation. Aber dann sehen Sie, dass wenn Sie jetzt das K verändern hier und diesen Winkel da verändern, dass auch diese Länge sich ändern wird. Geht das K da rauf, dann wird das die zugehörige Länge sein. Dann wird sich diese Ellipse da in diesen Kreis verwandeln. Wenn Sie das K heruntergehen lassen, dann so waagrecht verlaufen, wird diese Ellipse zu einer solchen Ellipse werden. Und dann haben Sie hier den ganzen Brechungsindex N3. Während wir es da raufgehen, haben Sie den Brechungsindex N1. Das heißt, es wird sich jetzt in diesem Fall sehr wohl der Brechungsindex ändern. Es gibt jetzt einen richtungsabhängigen Brechungsindex. Also hier hatten wir, man erhält einen richtungsunabhängigen Brechungsindex und hier man erhält einen richtungsabhängigen Brechungsindex. Brechungsindex, der zwischen NO und NE liegen kann. Und damit eine richtungsabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit diese beiden Fälle unterscheiden wir. Und um das auch noch etwas griffiger zu formulieren, nennt man diesen einfallenden Lichtstrahl unter diesen Bedingungen den ordentlichen Strahl. Und das hier ist der außerordentliche Strahl. Und das, meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen unmittelbar mit einer einfachen geometrischen Anordnung auch zeigen. Wir nehmen jetzt an, wir lassen ein unpolarisiertes Licht, das hat sowohl solche als auch solche Komponenten, das haben wir schon einmal so bezeichnet, nicht? Eine derartige Polarisationsrichtung oder eine solche, beide kommen vor in statistischer Weise. Wir lassen einen solchen, also unpolarisierten Strahl auf eine Grenzfläche eintreffen, hier ist Vakuum oder Luft, da ist der doppelbrechende Kristall. Und die optische Achse des Kristalls sei so, dass sie schief steht zu dieser Grenzfläche. Die Grenzfläche sei also schief angeschliffen. Aber in dieser Darstellung möge diese optische Achse in der Bildebene liegen. Ja? Und jetzt schauen Sie sich einmal an, was wir da für Situationen haben. Betrachten wir zunächst diesen senkrecht zur Bildebene polarisierten Anteil des einfallenden Lichtes. Und schauen wir an, was wir hier geschrieben haben. Erste Situation. Optische Achse steht senkrecht auf die Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls. Jetzt haben wir gesagt, die optische Achse soll irgendwie schief sein, aber in der Bildebene liegen. Das heißt, wenn da jetzt senkrecht zur Bildebene
die Schwingung erfolgt, das sind die Punkte drin, dieser Anteil des einfallenden Lichtes, dann ist die Polarisationsrichtung tatsächlich senkrecht zur optischen Achse. Und in dem Fall haben wir den ordentlichen Strahl. Es gibt einen ordentlichen Brechungsindex, N1 gleich N2 gleich NO, und die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist richtungsunabhängig. Wenn wir jetzt also das Huygens-Fresnelsche Prinzip da anschauen, für zwei solche einfallenden, unpolarisierten Strahlen, dann kriegen Sie so eine kreisförmige oder im dreidimensionalen dann kugelförmige Ausbreitung dieser Wellen, Sekundärwellen von jedem Punkt, wo da das Licht eintrifft, weil der Brechungsindex und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit richtungsunabhängig ist. In jeder Richtung in dem Kristall wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieselbe sein. Ja? Na und jetzt schauen wir uns aber den anderen Anteil dieses unpolarisierten Lichtes an. Den, wo also die Polarisationsebene gleich der Bildebene ist. Denn die Polarisationsebene ist gegeben durch die Ebene, in der der E-Vektor schwingt, und die Ausbreitungsrichtung, die in der Bildebene liegt. Daher ist die Bildebene jetzt die Polarisationsebene. Und wir haben ja gesagt, die optische Achse ist da zwar schief, soll aber so liegen, dass sie in der Bildebene ist. Daher ist das genau der Fall 2. Die optische Achse liegt in der Polarisationsebene des einfallenden Strahles. Die Polarisationsebene ist die Bildebene. Diese Pfeilchen liegen in der Bildebene und die Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt auch in der Bildebene. Also ist das die Polarisationsebene und in der liegt auch die optische Achse. Und für den Fall haben wir jetzt, man erhält einen richtungsabhängigen Brechungsindex, der schwankt zwischen NO und NE und damit eine richtungsabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit. In der Richtung der optischen Achse gilt der Brechungsindex NO und daher sind da die Ausbreitungsgeschwindigkeit für den einen und den anderen Strahl dieselbe. Dagegen in der anderen in anderen Richtungen kriegen Sie dann eine elliptische Abhängigkeit. Das entspricht hier dieser elliptischen Abhängigkeit, wenn man da das K verändert, die Richtung verändert und sich die Länge von NO bis NE anschaut, da kriegen Sie jeweils unterschiedliche Brechungsindizes, unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten und dementsprechend werden sich jetzt diese Sekundärwellen nach dem Huygens-Fresnelschen Prinzip nicht kugelförmig, sondern im Sinn von Ellipsen ausbreiten. Sie kriegen hier eine elliptische Welle für jeden dieser Punkte. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie die Einhüllende aller dieser Kugeln oder aller dieser Ellipsen ausschauen, wird die Einhüllende, die dann wieder die Wellenfront ist, hier natürlich senkrecht weiterlaufen. Die senkrecht orientierten, polarisierten gehen auch gerade weiter, der ordentliche Strahl, während die, die in der Bildebene polarisiert sind, die werden dann eine Ausbreitung haben, so wo jeweils diese Wellenfronten an diese elliptischen Partialwellen, die Sekundärwellen gerade so tangential anliegen und dementsprechend eine andere Richtung für die, die in der Bildebene polarisiert sind. Und das ist jetzt eine ganz große Überraschung, weil Sie haben einen senkrechten Einfall auf eine Grenzfläche und trotzdem geht einer der Strahlen unter einem gewissen Winkel weg. Das Brechungsindex, das Brechungsgesetz, das wir schon besprochen hatten, das hat ja zur Folge, wenn man senkrecht auftrifft, Einfallswinkel 0,
muss auch der Ausfallswinkel 0 sein. Sonst geht sich das ja nicht aus mit dem Brechungsgesetz, das wir besprochen hatten. Aber der verhält sich nicht richtig. Der ist unordentlich. Und daher nennt man das auch den außerordentlichen, unordentlich sagt man da nicht, aber den außerordentlichen Strahl, weil er sich halt nicht so ordentlich verhält, wie man es nach dem normalen, Snelliusschen Brechungsgesetz erwarten würde. Also, Sie sehen hier zwei Sachen, das merken Sie sich bitte, das werden wir uns jetzt unmittelbar gleich mit verschiedenen Experimenten anschauen. Ein unpolarisierter Strahl, wenn er auf so eine Grenzfläche bei einem solchen doppelbrechenden Kristall auftrifft, wird in zwei Strahlen aufgesplittet. Doppelbrechung, das ist es, was damit gemeint ist. Der ordentliche Strahl, so wie er kehrt, geht ordentlich gerade durch. Das ist der, wo die Polarisationsrichtung hier senkrecht auf die optische Achse liegt. Und nur der geht so durch. Das heißt, dieses unpolarisierte Licht wird jetzt polarisiert. Es geht ein polarisierter, geradliniger Strahl weiter als ordentlicher Strahl. Denn die quer dazu polarisiert sind, so wie wir es sagen, in der Tafelebene hier, die folgen dann dem außerordentlichen Strahl, sodass nicht nur eine Aufspaltung in verschiedene Richtungen erfolgt, sondern eben auch in verschiedene Polarisationszustände. Also, das habe ich am Anfang, glaube ich, letzte Woche gesagt, man kann auch mittels der Doppelbrechung polarisiertes Licht erzeugen. Aus unpolarisiertem Licht spaltet man das Licht in zwei unterschiedliche Polarisationsrichtungen auf. Und dieser außerordentliche Strahl ist in dem Fall nicht ordentlich, weil er eben, obwohl Snellius das ja erwarten würde lassen, nicht gerade, sondern unter einem Winkel weggeht. So, jetzt habe ich dann sehr viel ans Haupt geworfen. Und ich hoffe, dass Sie zumindest einiges davon in sich aufnehmen konnten. Jetzt schauen wir uns die Geschichte experimentell an. Und als erstes nehmen wir genau diese Situation und lassen einen Lichtstrahl, der vom Overhead-Projektor kommt, der jetzt abgedeckt ist bis auf ein kleines Punkterl. Ja, jetzt müssen wir erst, wo haben wir es denn? Jetzt sollten wir finsterer machen, oder? Schauen wir mal. Sehen wir schon was? Oder noch zu wenig? Er muss erst hell werden. Also jetzt, er macht spannend, dieser Projektor, bis er also hell genug ist, dass man also in diesem Naturpapier dieses einzelne Punkterl da hier, da kommt schon, als Punkterl erkennen kann. Also das ist so ein einzelner Lichtfinger sozusagen, der da durchgeht und der hier sichtbar ist. Und jetzt legen wir auf dieses Punkterl diesen doppelbrechenden Kristall drauf. Und schauen Sie nach, was passiert. Auf einmal sind zwei Punkterl. Weil der eine geht ordentlich durch, der andere wird unter einem gewissen Winkel gebrochen, obwohl das senkrecht auf die Oberfläche kommt. Und Sie haben jetzt also zusätzlich zu dem ordentlichen noch den außerordentlichen Strahl. Naja, sonst sieht man an dem nicht viel, weil wir haben ja noch nichts gesagt über die Polarisation. Aber jetzt hat der Herr Litschauer schon eine Polarisationsfolie vorbereitet, damit man sehen kann, was passiert. Und schauen Sie, je nach Lage dieses Kristalls wird sich jetzt eine unterschiedliche Polarisation zeigen. Jetzt kommen sie ungefähr gleich durch, drehe ich aber weiter, dann sehen Sie, dass der eine maximal wird, der andere verschwindet. Drehe ich noch weiter, kommt der andere wieder, aber jetzt verschwindet dann noch 90 Grad, der, weil nämlich beide linear polarisiert sind. Und das liegt daran, wie die optische Achse ist. Weil hier ja ist die optische Achse in der Tafelebene. Da drehe ich sie jetzt mitsamt dem Kristall rundherum, habe da von unten das unpolarisierte Licht. Oben kommen die zwei Strahlen polarisiert heraus und mit der Polarisationsfolie
können wir unterscheiden, welche in Richtung und welche quer dazu polarisiert ist. Also Sie sehen, man hat einmal den einen ganz, dann kommen beide halb und halb, heute halt, bin ich da davon gekommen, und jetzt wieder den anderen. Der eine bleibt in seiner Position, das ist der ordentliche Strahl, der andere wandert, ich muss einmal ein bisschen mehr da her schauen, tun Sie das bitte. Ich schaue immer dorthin und dann schiebe ich den blöden Kristall weg und dann sieht man nichts mehr. Also der eine Punkt bleibt, wo er ist, das ist jetzt der untere, der obere dreht sich rundherum. Der obere ist der außerordentliche, der untere ist der ordentliche, also jetzt ist der rechte. Nicht? Und Sie sehen, abwechselnd sieht man den einen und den anderen wegen des unterschiedlichen Polarisationszustandes. Beide sind linear polarisiert mit Polarisationsrichtungen senkrecht aufeinander. Vielen Dank, Herr Litschauer. Jetzt muss ich Sie in allem Ernst fragen, haben Sie zumindest ansatzweise verstanden, was ich Ihnen da jetzt erklären wollte? Sie wissen, was der ordentliche und was der außerordentliche Strahl ist. Das ist nach diesen beiden speziellen Situationen unterschieden und man kann das also dann eben erkennen, wenn man einen doppelbrechenden Kristall hat. Na, wenn man jetzt anstatt eines Punkterls, das ja nicht sonderlich interessant ist, einen Text nimmt, ne, da so sehr einfallsreicher Text, der da also zu unserer Vorlesung passt, Physik. Und da legen wir jetzt so einen Kristall drauf, dann schauen Sie mal, das wird jetzt auf einmal doppelt, weil natürlich eben beide Strahlen vorhanden sind. Und wenn Sie das drehen, dann wandert da das Physik da rund um das andere, das außerordentliche Physik wandert um das ordentliche rundherum. Eine ähnliche Situation und hier besonders deutlich zu erkennen, es handelt sich um Doppelbrechung. Wenn Sie sowas auf Ihren Text in Ihren Büchel drauflegen, dann sehen Sie das Büchel doppelt. Doppelbrechung aufgrund dieses Effektes, den ich Ihnen hier gezeigt habe. Macht sie wunderbar. Ja, jetzt haben wir eine Doppelphysik sozusagen. Danke sehr. Also ich hoffe, dass Sie damit diese Idee mit der Doppelbrechung einigermaßen realisiert haben. Ich möchte jetzt, bevor wir dann die Experimente beenden für heute, noch erwähnen, dass man diese Doppelbrechung eben auch tatsächlich verwenden kann, um linear polarisiertes Licht aus unpolarisiertem zu erzeugen. Das ist ein sogenanntes Nicole-Prisma. Zwei doppelbrechende Prismen zusammen, die optische Achse liegt irgendwie so schief, da kommt das unpolarisierte Licht herein, das wird jetzt aufgespaltet in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl. Der ordentliche wird dann hier durch Totalreflexion weggehen. Der außerordentliche kann hier durchtreten und geht hier fast geradsichtig weiter und damit erhalten Sie aus anfänglich polarisiertes Licht. Die Doppelbrechung als Mittel zur Erzeugung von sehr gut linear polarisiertem Licht. Das Nicole'sche Prisma. Das schreibe ich Ihnen noch auf. Anwendungen, da haben wir also einmal Polarisation des Lichts auf verschiedene Weise. Zum Beispiel eben hier mit diesem Nicole'schen Prisma. Und dann gibt es also noch weitere Anwendungen, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, einen doppelbrechenden Kristall, zunächst einmal nur mit nur einem Polarisator, als die Blüte.
eine Blüte etwa, die man zunächst einmal überhaupt nicht als Blüte erkennen würde. Wenn Sie ein polarisiertes Licht drauflassen, sehen Sie das immer noch nicht. Aber wenn Sie das jetzt zwischen gekreuzte Polarisatoren geben, eins, zwei, dann sehen Sie auf einmal, dass die Doppelbrechung dazu führt, dass es Farbeffekte gibt und dass man also dadurch tatsächlich hier durch derartig gekreuzte Polarisatoren und doppelbrechende Figuren Dinge erkennen kann, die man ohne Polarisation gar nicht erkennen würde. Diese Blüte hier, die ist also aus einem doppelbrechenden Kristall hergestellt und blüht erst auf, wenn man ihren Polarisationszustand genauer betrachtet. Und was aber natürlich jetzt eher hier eine Frage der Ästhetik ist, und ich danke Ihnen für diese Blüte, das ist also schon was Schönes. Physik und Ästhetik ist ja kein Widerspruch. Das ist also schon ein wichtiger Punkt. Wir sind nicht nur so fade Leute, denen nichts gefallen kann. Es kann einem ja auch was gefallen. Aber natürlich auch ein praktischer Aspekt ist oft wichtig. Wenn man also zum Beispiel hier einen derartigen Winkel hier zwischen gekreuzte, also zwischen Polarisatoren legt, dann sehen Sie, dass man da nicht viel beachten, nicht viel erkennen kann. Wenn Sie hier aber jetzt eine Kraft anwenden und Spannungszustände entstehen, dann entsteht daraus auch die Spannungsdoppelbrechung. Und man kann auf die Art und Weise Spannungszustände, die an sich ja nicht sichtbar sind, aufgrund der durch die Spannung entstehenden Doppelbrechung sichtbar machen. Das ist die Anwendung mit Hilfe der Spannungsdoppelbrechung. Und da haben wir, glaube ich, noch ein schönes Objekt, das wir unter Spannung setzen können. Ja, da haben wir so einen Haken, ja. Wenn man den also entsprechend belastet, dann sieht man sofort die Spannungen, die dabei entstehen. Sowas ist natürlich wichtig für die Praxis. Und wir haben außerdem noch, glaube ich, ein Stück Glas, das man unter Druck setzen kann. Und auch da kann man sehr deutlich die Spannung, die da entsteht, sichtbar machen. Also jetzt ist es schon unter Druck, glaube ich. Wenn man es zunächst einmal entspannt, dann ist es harmlos. Und wenn man also da jetzt spannt, sehen Sie, dass hier auch Glas Spannungszustände annimmt, die man mit Hilfe von Doppelbrechung sichtbar machen kann. Naja, damit haben wir Ihnen in einer Vorlesungsstunde so eine kleine Tour d'horizon über die Doppelbrechung gegeben. Es gäbe da sehr viel weiteres darüber zu sagen, aber ich meine, dass in Ihrer jetzigen Phase des Studiums das einmal ausreichend ist, dass wir es einmal angeritzt haben. Und wenn Sie dann in weiterer Folge damit tatsächlich konkret zu tun bekommen, ja, dann müssen Sie halt in die Literatur gehen und sich das genauer anschauen. Morgen beginnen wir dann mit dem letzten Kapitel, nämlich mit einem kleinen Abriss der Wellenoptik. Bis jetzt haben wir es ja immer nur mit Lichtstrahlen zu tun gehabt. Das wird sich morgen ändern. Danke.